Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Badeschaumverpackung bastelt. Sie wird ganz einfach geöffnet, indem man den Magnetverschluss hier links öffnet, also hier links aufklappt. Dann kann man auch die rechte Seite aufklappen und zum Vorschein kommt ein kleines weißes Schächtelchen, also ein Schachtelboden mit einem prickelnden Feierabend-Badeschaum. Und genauso einfach ist die Schachtel auch wieder verschlossen. Von der Seite sieht man eben diesen weißen Schachtelboden. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten einfach gleich los und basteln das gemeinsam. Für den Schachtelboden brauchen wir ein Stück grundweißen Farbkarton mit den Maßen 13 x 18,5 cm. Und dieser Farbkarton wird nun rundherum bei 1,5 cm gefalzt. Dann nehmen wir die Papierschere und den Farbkarton an der langen Seite und schneiden die beiden Falzlinien bis zur Querfalz nach oben. Also hier an den Ecken sind kleine Quadrate und die schrägen wir uns jetzt ab und schneiden sie somit zur Klebelasche zurecht. Beide Quadrate. Und wenn wir das gemacht haben, drehen wir das Stück um 180 Grad und wiederholen das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite. Als nächstes nehmen wir das Falzbein und ziehen einmal alle Falzlinien nach. Und dann nehmen wir den Flüssigkleber und kleben mit Hilfe der Klebelaschen unseren Schachtelboden einmal zusammen. Hier passt jetzt unser Badeschaum perfekt hinein. Als nächstes brauchen wir Farbkarton in Malware und zwar mit den Maßen 11 x 21,2 cm. Und der wird nun gefalzt an der langen Seite und zwar bei 4 cm und bei 5,6 cm. Außerdem brauchen wir noch ein Stück Farbkarton in Malware mit den Maßen 11 x 12,1 cm. Und an der langen Seite, also an der 12,1 cm Seite, falzen wir bei einem Zentimeter, das lege ich jetzt hier rechts an, und bei 2,6 cm. Damit ihr jetzt versteht, was ich hier eigentlich genau damit bezwecke, und zwar das hier wird jetzt dann der Boden und hier kommt die Lasche von der rechten Seite rein. Wir haben ein zu kurzes Stück, um das in einem zu machen. Deshalb habe ich es hier gestückelt mit einer Klebelasche. Und ich falte es jetzt nur mal grob und nachher besser nach. Und dann ziehe ich das Stück dann nachher von der zweiten Seite auch so dazu. Genau. Aber bevor wir das alles zusammenkleben, müssen wir jetzt einmal ein bisschen
Stanzen. Und zwar habe ich hier diese abgerundete Stanzform aus den Stanzformen originelle Ostereier. Da gibt es verschiedene Stanzformen, die so Ränderstanzen, eine gewellte und nur diese gebogene. Und die gebogene habe ich mir jetzt für dieses Projekt ausgesucht. Da markiere ich mir jetzt einmal die Hälfte, und zwar bei 5,5 mit einem Faltstift. Und dasselbe mache ich hier beim zweiten Stück. Und dann lege ich mir die Stanzform so an, dass sie hier einmal über den Rand hinaus steht und hier an der Mitte circa am Papierrand ankommt. Also wie gesagt, circa. Und dann kurble ich das Ganze einmal durch die Stanzmaschine durch. Als nächstes lege ich mir die Stanzform wieder so an, dass es knapp überlappt mit meinen schon bestehenden Stanzlinien hier in der Mitte. Und es sollte circa gleich weit dann vom Rand weg stehen. Bei mir waren das jetzt circa 1,2 mm. Und wenn ich mir das so ausgerichtet habe, dann stanze ich auch dieses Ende durch. So, das ist nun diese Hälfte. Und genau dasselbe wiederhole ich am zweiten Stück, dieses Mal befadenen Farbkartons. Okay, nun habe ich meine beiden gerillten und gebogenen Kanten. Und dann kann ich das Ganze jetzt einmal zusammenkleben und auch schon einmal falten. Also ich ziehe jetzt mal alle Falzlinien hier nach. Und dann nehme ich die 1 cm Klebelasche des kleineren Stücks und gebe Flüssigkleber auf die Außenseite. Und klebe das Ganze dann hier an das größere Stück. Richte das Ganze schön aus. Und nehme ich meinen Schachtelboden. Der sollte sich dann hier schön zwischen den beiden Falzlinien in der Mitte ausgehen. Und auf den Schachtelboden gebe ich auch Flüssigkleber drauf. Und richte den eben dann zwischen meinen beiden Falzlinien aus und der Schachtelboden sollte auch hier von den beiden Seiten circa gleich weit überstehen. Und so drücke ich den dann an. Dann sollte sich das Ganze so über meinen Boden falten. Als nächstes brauchen wir ein Stück Designerpapier. Das ist jetzt das Designerpapier goldige Muster und zwar aus der Celebration. Und dieses Designerpapier hat die Maße 5 x 11 cm. Und ich nehme jetzt einfach hier Flüssigkleber und streiche entlang des Rands der kürzeren Seite hier etwas Kleber auf und klebe dann mein Stück so dahinter, dass es gerade ausgerichtet ist, möglichst oben und unten nicht übersteht
Und ja, dann brauche ich ein Magnetpaar. Und ich klebe einen der Magneten hier jetzt einfach an den Rand meines Designerpapiers circa mittig. Aber muss nicht ganz genau sein. Und dann verschließe ich meine Schachtel. Ich habe gerade bemerkt, dass ich vergessen habe, was Wichtiges zu machen. Und zwar wäre es gut gewesen, ich schummle den jetzt hier rein, einen Stempelblock unterzulegen. Dann könnt ihr nämlich hier andrücken, das Magnetpaar, und ihr habt einen Widerstand darunter. Dann hält das Magnetpaar auch besser. Und ja, ihr könnt das dann immer wieder schön verschließen und wieder öffnen. Als nächstes will ich hier und hier auch noch Designerpapier überkleben. Dafür brauche ich für die rechte Seite hier ein Stück Designerpapier mit den Maßen 5,6 x 9 cm. Und das wird jetzt wieder gefalzt. Und zwar bei 3 cm. Und bei 4,6 cm. Genauso. Und außerdem brauchen wir noch ein großes Stück Designerpapier. Das hat jetzt die Maße 9 x 11 cm. 9 ist diese Höhe. Also wenn ihr Musterverlauf habt, die 9 cm sind Musterverlauf von oben nach unten. Also hier so. Genau. Und bei den 9 x 11,1 cm, falls ich das noch nicht gesagt habe, hat dieses Designerpapier. Da drehe ich das Ganze jetzt einmal auf den Kopf, damit ich auf der rechten Seite falzen kann, denn ich muss jetzt bei 1 cm und bei 2,6 cm falzen und ich möchte, dass meine Falzlinien, wenn ich den Musterverlauf nehme, an der linken Seite sind. Okay, und jetzt nehme ich mir wieder meine Stanzform zur Hand und ich messe mir außerdem wieder hier die Hälfte meines Designerpapiers ab, also 4,5 cm die Mitte. Bei beiden Stücken 4,5 cm, da mache ich mir wieder eine Markierung. Jetzt messe ich mir am besten auch hier den Rand aus, damit es denselben Abstand dann hat. Also 1,2 cm hatte ich da vorher auf beiden Seiten und so lege ich mir jetzt auch wieder meine Stanzform an. Damit ich 1,2 cm hier am Rand wegkomme und zur Mitte hin. Und das Ganze stanze ich mir jetzt wieder. Und auch die zweite Hälfte richte ich mir wieder gleich aus. Also ich muss bei der Markierung bei 1,2 cm landen. Und auch das stanze ich und dasselbe mache ich noch beim zweiten Stück. So, und fertig gestanzt sind meine beiden Stücke. Jetzt brauche ich nur noch hergehen und auf die Rückseite hier überall Flüssigkleber auftragen. Und das Ganze möglichst mittig hier rundherum kleben.
Und auch mit dem zweiten Stück. Genau, und dann fehlt eigentlich schon nur noch die Verzierung. Dafür habe ich jetzt das Produktpaket ewig verbunden, passend zum Designerpapier ausgewählt. Und ich habe schon mal mit dieser Stanze hier einmal in Metallic Gold den äußeren Blätterrand gestanzt und einmal in Grundweiß das Innenstück hier. Das sollte sich dann irgendwie so ineinander setzen lassen wieder, wenn ich es richtig rum erwische. Wahrscheinlich gehört das so rum. Ja, genau. Und bevor ich das aber jetzt mache, bestemple ich meinen grundweißen Kreis noch. Und zwar mit dem Stempelkissen in Memento Schwarz nehme ich den Spruch Kleine Überraschung mit Liebe aus dem Stempelset Schöne Überraschung. Und den stemple ich hier mittig einmal auf meinen grundweißen Farbkarton auf. Dann hole ich mir kurz ein bisschen Schmierpapier zum Unterlegen. Denn aus dem Stempelset ewig verbunden nehme ich jetzt noch das Blatt hier und ein Stempelkissen in Malve, passend zum Designerpapier und Farbkarton. Und stemple dann hier vom oberen Rand zweimal mit den Blättern hier rein und genauso vom unteren Rand hier zweimal. Und dann nehme ich Abreißklebeband und zuerst gebe ich wieder meinen grundweißen Farbkarton in den goldenen Rand hinein und dann nehme ich einfach ein paar Streifen von dem Abreißklebeband und klebe das auf die Rückseite drauf, so dass der goldene Rand und unser Farbkarton in Grundweiß miteinander verbunden werden. Am besten eignen sich da die Stellen, wo die Blätter in den grundweißen Farbkarton natürlich reinstehen. Ihr könnt da so viele Streifen nehmen, wie ihr wollt. Das ist wirklich rein zum Verbinden. Und dann ist unser Etikett schon fertig. Und dann brauchen wir nur noch auf der Rückseite ein paar Dimensionals aufkleben. Und damit unser Etikett auf das Designerpapier hier aufkleben. Auch möglichst mittig und natürlich auch gerade. Nein, mag gerade nicht mittig. So, jetzt aber. Und schon haben wir unsere Badeschaumverpackung fertig gebastelt. Und ja, ist eigentlich eine relativ schnelle Verpackung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video und die Anleitung. Und ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Und ja, wir sehen uns bald wieder. In 2 Wochen gibt es mein nächstes Dienstag-Do-It-Yourself-Video und den Sonntag davor wieder mein nächstes Live.
Wie immer findet ihr außerdem die verwendeten Produkte und Detailmaße nochmal auf meinem Blog www.stempel.at. Der Link zum Detail-Blogbeitrag ist unten in der Description. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss.